Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und in dieser Folge werden wir mal unsere Seemotte runter zu unserem Ding prügeln. Wo ist denn das? Hier. Ne, da. Zu unserem Lebensbaum. Zu unserer Lebensbaumbase prügeln. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Und ich hatte ja in der letzten oder vorletzten Folge gefragt nach einer Kartenmod, was ihr davon haltet, weil ich die entdeckt hatte. Und ja, wir haben eine Kartenmod. Und zwar sind jetzt hier beim Signalmanager, sind jetzt zufällig hier die Karten drin. Und da ist auch schon einiges eingezeichnet, sehe ich gerade. Und ja, die deckt sich so Stück für Stück auf. Das heißt, wir müssen da halt jetzt mal ran. Ich bin schon ein bisschen rumgeschwommen hier, um Sachen zu entdecken. Beziehungsweise halt, weil ich Ressourcen gesammelt habe, weil ich eigentlich das Tiefmodul 2 bauen wollte. Hat aber nicht so ganz funktioniert hier für den Zyklopen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt. Kann ich die hier alle ein- und ausschalten? Ach, cool. Moment. Rettungskapsel. Frack. Sehe ich das dann auf der Map? Nö. Nö. Was kann das? Frack in 27 Metern Tiefe, okay. Aha, na gut. Dann würde ich sagen, ich habe auch schon alles vorbereitet, habe alles rübergebracht in den Zyklopen, habe den aufgeladen, habe noch ein Tiefenmodul gebaut. Nicht ein Tiefenmodul, wie heißt denn das? Ein Lava-Modul, nein, auch nicht. Ein Wärmereaktormodul. Und wollte jetzt für den Zyklopen noch das Upgrade zum Schild wollte ich vielleicht noch bauen. Was können wir auch unten machen eigentlich? Ja, das machen wir unten. Okay, dann würde ich sagen, Schiff, ahoi, los geht's. Oh nein, warte, ich will erst das Licht ausmachen. So, achso, ja, in der letzten Folge haben wir Dinge gemacht. Ich weiß nicht mehr so genau was. Das ist für mich schon eine ganze Weile. Ach doch, wir waren in der Lava Base im Lava Cave. Nein, wir waren in der Lava Base im Lava Biom, irgendwie sowas. Nee, im Lava Castle, so rum. So, ich muss irgendwo hier zum Blood Cave, glaube ich. Und, ja, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann könnt ihr jetzt oben rechts aufs i drücken. Da gelangt ihr zur letzten Folge und zur gesamten Playlist. Und wie immer, ihr wisst Bescheid, wir jagen immer noch die 1000 Abonnenten. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen wunderschönen, wunderbaren Kanal und werdet Teil der ersten 1000 Menschen, die diesen Kanal abonniert haben. Und vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben. Und, ja, ich würde sagen, jetzt besuchen wir hier mal unser Glück. Mal gucken, funktioniert die Kartenmod jetzt? Habe ich jetzt mehr aufgedeckt? Ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir müssen jetzt irgendwie da runter. Ich habe theoretisch ein Video angeguckt, wie der das da runter geprügelt ist, hat. Habe es aber schon wieder vergessen. Ich glaube, es war hier durchs Blood Cave, wo wir auch immer durchgehen. Das heißt, ja, wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück. Licht wäre mal nett. Nee. Rechte Maustaste. So. Und Außenkamera. So. Wunderbar. Hab ich lang keinen Subnautica gespielt. Wir nähern uns auch langsam echt dem Endgame. Habe ich so das Gefühl. Also wir müssen jetzt natürlich dann noch die Basis bauen. Nicht die Basis, sondern das eine Dingens hier bauen. Na, wie heißt denn das? Ah, die Rakete. Und wir müssen natürlich noch dafür sorgen, dass wir nicht abgeschossen werden, wenn wir mit der Rakete irgendwo hinfahren. Blood Cave. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo ging denn das hier runter jetzt? Große Trümmer. Dass ich natürlich auch nachts losfahre, ist schon wieder typisch. Ah! Ah, okay, hier ist das Ding. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Lebensbaumbase, Blood Cave. Wollen wir mal dahin und schauen, ob wir. Weil da ist ja dieser Spalt, da kommen wir auf jeden Fall runter. Oder wir versuchen es hier. Boah, ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Um Gottes Willen. Wo war das jetzt? So. Hier. Das wird Maßarbeit. So, drehen. Mist, wir sind falsch rum außerdem. Okay, wir müssen uns nochmal drehen. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir dann. Ich guck mal kurz.
Ich guck mir das mal kurz an hier. Das hilft ja nix. Okay, so. Taschenlampe raus. Ich hätte das echt nicht bei Nacht machen sollen. Okay, wir müssen uns hier runter. Und dann da durch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das kann doch nicht richtig sein. Naja, nee, hier ist doch außerdem auch ein Eingang. Oder? Kommen wir auch hier vorne runter, oder? Ist ja Quatsch, uns jetzt hier runter zu prügeln. Okay, dann machen wir das. Nee, kommen wir nicht. Oder? Hier vielleicht. Oh, wobei, vielleicht vorne beim Blood Cave. Okay, versuchen wir es da mal. Auf zum Blood Cave. Ist schwierig. Oh, die Atmosphäre ist schon wieder Wahnsinn hier. Krieg ich Panik. So, wir brauchen noch ein paar Sachen. Und es gibt unten ja tatsächlich noch eine Basis im Blatt, im Wüsterbiom, sag ich schon, im Lava-Biom. Fuck. Horror. Nicht schön, aber zweckmäßig. Wie viel Schaden hat uns das jetzt gemacht? Das sieht man hier nicht. Ach doch, da. Nix. Okay, na mal gucken. Na mal gucken. Vielleicht ist das hier auch alles eine sehr, sehr schlechte Idee. Sonar aktivieren. Ach ja, stimmt. Und da sehen wir auch ein bisschen besser, wo wir reinkommen und wo nicht. Boah, aber Frame Drops over 9000, ey. Guck mal, hier müssten wir doch. Hier jetzt. Moment, so. Hier kommen wir noch runter. Es hat mal einer in den Kommentaren geschrieben, dass man mit dem Ding hier nicht runterkommt, mit dem Schiff. Oh, da ist ein Warper. Ich hätte vielleicht auch in das Schild investieren sollen. Na gut, machen wir später. Ja, dass man mit dem Zyklopen hier nicht runterkommt. Aber ich habe andere Beweise. Also ich habe Videos gesehen, wo das so geht. Und ich glaube auch im Wiki was davon gelesen. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber es geht auf jeden Fall. Man muss nur vorsichtig sein. Bin ich hinten? Okay, hinten ist noch Platz. Okay, ja, guck mal, hier ist auch. Hier, als ob wir das nicht hinkriegen mit dem Sonar. 1A, was ist das? Das ist eine Brücke. Warum auch immer. Was ist das? Ach, Schrott. Ah, da oben ist. Waren wir bei diesem Wrack schon? Pinkt das jetzt weiter, wenn ich ausgestiegen bin? Nein, okay. Okay, gucken wir uns mal das Wrack da oben noch kurz an. Ich lasse mich schon wieder viel zu leicht ablenken. Ah, so. Da habe ich schon wieder den Teleporter. Des Drecks wieder. Hab's doch gesehen. Da, 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 da. Da. Komm ich da rein? So. Da ist Sand. Da ist irgendwie ein Felsen drin. Warum auch immer. Hier ist sogar Licht. Nett. Einmal die Sache mit dem Eingang finden. Was bist. Oh, die Dinger brauche ich. Oder? War das das? Nee, das war Schwefel, was ich brauche. Nicht kristallines Uranium. Verdammt. Komme ich denn hier jetzt rein? Dort. Nein, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Zurückgelassener PDA. Oder zurückgelassenes PDA? Weiß ich nicht. Erstmal hier. Hier aus Endergelände. Ja. Okay, das ist, glaube ich, das, was wir von unten gesehen haben. Dann gehen wir hier rüber. Hier ist auch nichts Spannendes. Soweit ich das sehe. Moment, hier ist noch ein großer Raum. Aha. Hier ist ein großer Aus- und Eingang. Was ist das glühender Schrott? Oh Mann. Sieht ja sehr bescheiden aus. Waren wir hier doch schon drin? Weil ja, es ist ja echt nicht. Irgendwie erinnere ich mich daran, aber irgendwie auch nicht. Andererseits sehen die Fracks halt auch alle gleich aus. Jetzt war ich. Hier war ich doch jetzt schon drin. Mich verarschen? Wo ist denn.
Der Ventilationsschacht. Hier war doch eben Schacht. Hä? Bin jetzt komplett... Ach, da. Guck mal dahin. Wir haben noch eine zweite Sauerstoff... Haben wir die dabei? Ja. Ach, guck mal, hier hat man gerade gesehen. Oh, Shortcut ist übrigens M. Okay, das deckt ja echt minimal auf. Okay, dann müssen wir die ganze Map noch aufdecken hier. Eieiei. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Ich brauche den Laserschneider. Temperatur da. Irgendwie habe ich mich jetzt in diesem Wrack hier verirrt. Scheiße. Hoffentlich komme ich da irgendwie wieder raus gleich. Ich hoffe, die andere Sauerstoffflasche ist nicht aufgebraucht, sonst nippeln wir gleich direkt am Anfang ab. Das ist schlecht. Lampe! So. 30 Seconds. Jo. Hab ich vernommen. Lol. Wo bin ich? Okay, hier ist nichts mehr so viel Spannendes. Wo ist jetzt... Wo ist denn jetzt... tauschen. Wo ist denn die? Da, unten. Ich dachte, das wäre über uns. Okay. So kann man... Oh, jetzt muss ich hier an dem Warper vorbei. No, 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 no. Ich glaube, der hat mich entdeckt. Ich glaube, der hat mich entdeckt. Ich glaube, der hat mich entdeckt. Panik. So, das ist voll. Wieso waren der nur 90 Sekunden aufgeladen? Hä? So, na. Und weiter runter. Ah ja, und aus dem Kamera. So. Wie kommen wir jetzt da unten hin? Das ist hier die Frage. Muss ich mich erstmal kurz umgucken. Ich glaube, hier hinter müssen wir, oder? Ja. Hier ist das. Ah, warte, wir können auch... Ja, irgendwie hier rechts rum jetzt. Oh. Also, falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man das hier runterkriegt. Genau. Hier ist nämlich dieser Baum... Baum ist es ja gar nicht. Jetzt müssen wir halt nur an allem hier vorbei, ey. Alles, was da noch kommt. Aber guck mal, funktioniert ganz gut. Ist Maßarbeit, aber funktioniert echt ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Leviathan da unten. Das ist ja ein großer Leviathan, aber da kommen wir, glaube ich, schon vorbei. Ein bisschen Schwung. Na, wunderbar. Guckt euch das mal an hier. Ganz neue Perspektiven. Oh, da ist ein großer. Der ist jetzt doof. Nee. 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 Schwimm. Schwimm. Ich hätte das Schild mitnehmen sollen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich muss mich dran gewöhnen, dass man nicht mit der Maus steuert. Das habe ich irgendwie nicht so raus. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Das Problem ist, bekommen wir das Ding hier jemals wieder raus, ey. Puh. Okay. Jetzt können wir hier gut absacken. Können uns hier kurz aufladen, die Batterien. An so einem Schlot. Okay, irgendwo hier unten ist jetzt der Leviathan. Die Frage ist nur, wo? Wird das jetzt... Rechts vorne? Was? Ich sehe nichts. So. Hat denn hier jetzt Energie aufgeladen gerade? Woran sehe ich denn das? Sehe ich das irgendwo ran? Hier nicht.
Was ist denn hier los? Achso. Die sind alle voll, die ist leer. Aber lädt jetzt? Wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung um in elektrischen Strom für den Zyklop. I don't know if this works. Ich stehe ja voll in so einer Hitzequelle, also eigentlich müsste der sich jetzt hier aufladen. Ja, tatsächlich. Zwar sehr langsam, aber dann können wir den unten neben so einem Ding parken, neben so einem ja, Krater. Okay, na dann, ich mache mal hier noch das Licht wieder aus. Außenlicht, nee, Innenlicht aus. So. Der braucht halt super viel Strom hier. Der ist das so nah, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt mal wert. Lebensbaumbase, wieso sind die da drüben? Hä? Wo bin ich? Bin ich hier nicht richtig? Doch. Muss ich noch weiter da nach rechts? Ah. Okay. Ach, hier? Nein, 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 nein. Darüber und zwar flott. Ups, hinten angestoßen. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Huff. Complicated hier alles. Au. Gewalt ist keine Lösung, aber manchmal muss sie sein. Ich sag doch, wir prügeln das Ding hier runter. Codierungsüberlastung? Warum? Nerv mich nicht. Blödes OBS. Ich brauche einen neuen Prozessor. Nach wie vor. Aber das steht ja schon seit einigen Monaten an. Naja, gut. Okay, ich glaube aber, jetzt haben wir das Schwierigste geschafft. Geil, dann haben wir jetzt den Zyklopen unten in der Basis. Was will man mehr? Das heißt, jetzt sammeln wir gleich noch die Sachen, damit wir mit dem Krebs Jumps machen können. Eigentlich können wir das gleich mal hier machen. Ist hier irgendwo ein Vulkan? Wo ich den mal abstellen kann? Nee. Okay, egal. So, dann machen wir mal aus. Den Motor machen wir auch mal aus. Aus, so. Und dann gehe ich mal kurz mit dem Zyklopen. Dings farm. Batterien vorne geladen. Oh, ich muss aussteigen dafür. Und, natürlich erstmal das hier alles wegnehmen. Sonst ist das Inventar direkt voll. Von dem Ding. Und ich möchte den die Schubkanone raus. Verdammt. Okay, ich muss einen Schluck trinken. Denn ich muss Ressourcen aufsammeln. Und zwar Schwefel. Hier. Dann können wir nämlich direkt hier vor Ort das Dings bauen. Die Schub, das Schubdüsen-Upgrade. Ich weiß zwar nicht, wofür. Was ich dafür brauche, aber ich weiß, dass ich alles dabei habe. So weit bin ich schon mal. Okay, sonst noch was hier. Noch mehr Schwefel. Nur auf den ersten Blick nicht. Reicht aber auch, glaube ich. Also ein Rubin kommt den immer mal mit. Den haben wir mal so verzweifelt gesucht. Der alten Zeiten wegen. So, wunderbar. Sehr cool. Dann bekommen wir das Ding jetzt auch in die Lava-Base. Da bin ich mir fast sicher. Zum Lava-Castle. Was ist los mit mir? Nee, warte. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Okay, ich brauche... Das muss hier wieder getauscht werden. Nee, Moment. Was brauche ich denn für das Modul? Das Zyklop... Das Krebssprungmodul. Nickel, Titan und Lithium. Nickel habe ich. Nickel? Titan. 5 Titan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und der Rest kann erstmal. Nein, Nickel nicht. Nickel nicht. Nickel, Titan. Nee, was brauche ich?
Lithium. Ein Lithium brauche ich, okay. Die können alle hier rüber. Ja, ist egal. Passt so. Okay. So. Gut, dann bauen wir das jetzt schnell hier noch. Ich habe auch ultra viel Titan mitgenommen. Das können wir hier gar nicht bauen. Okay, wir müssen zur Basis runter. Weil wir brauchen das Krebsmodul. Dingens. Aber vielleicht können wir das da hinten bauen. Oh, Licht an. Das sind hier alles Probleme, ey. Vielleicht können wir das hier dran bauen. Nee. Scheiße, wir brauchen erst eine... eine Dingens. Jetzt habe ich das Licht angelassen. Egal. Wie heißt das Ding? Wie tief sind wir eigentlich? 700 Meter. Okay, da geht noch was. Hirn? Irgendwas? Warte, ich hab's gleich. Wir brauchen die Andockstation und darin brauchen wir denn das Modul-Ding so rum. So, wenn ein Shoot raus. Ja, cool. Dann sind wir hier unten. Nett. Geil. Freue ich mich ja. Dann können wir unser Zyklop hier neben so einem Ding parken und dann... Aber wir können nur 900 Meter tief. Das ist ein Problem. Was brauchte ich nochmal für das... für das Tiefenmodul 2, weil mindestens das wäre schon gut. Ich bin fasziniert. Bei Below Zero kommt übrigens im nächsten Update raus mit Neuerungen. Oh, schon wieder die Dinger hier. mit, glaube ich, sogar Fahrzeugneuerung. Da werde ich auf jeden Fall dann nochmal reingucken, wenn das denn dann soweit ist. So, ich möchte echt nicht zu tief... Denn, naja, sonst geht das Ding kaputt. Tatütata. So, wir sind unten und mir ist gerade aufgefallen, ich kann ja nicht mal das Tiefenmodul bauen, weil ich dafür ein Upgrader brauche. Den hier. Warte, wo ist er? Ah, da. Computerchip, Diamant und Blei. Oh, heiliger Bimbam. Hätte ich das mal vorher gewusst. Scheiße. Wie mache ich einen Computerchip? Okay, kümmern wir uns erstmal darum. Computerchip. Einmal einen Computerchip. Mache ich aus Tischkorallen, Gold und Kupfer. Kupfer haben wir, glaube ich, ganz viel hier. Tischkoralle eher weniger. Kupfer, ja. Gold. Vielleicht habe ich irgendwo noch eine Tischkoralle. Das wäre es jetzt natürlich... Ja! Als ob ich nur eine brauche. Ich brauche zwei Wetten. Nein. Ach, ich brauche Kupferdraht, okay. Aber trotzdem. Ich brauche zwei Tischkorallen. Ah, okay, wir müssen kurz Tischkoralle suchen. Tischkoralle muss gesucht werden. Ist hier vielleicht eine dran? Au. Was soll denn das? Habe ich nicht die hitzebeständigen Handschuhe an? Stärkte Handschuhe. Stilanzug. Ja, ich gehe ja schon weg. So, dann suche ich mal kurz eine Tischkoralle. Okay, jetzt müsste ich alles haben. Ich glaube, ich baue das Ding einfach mal hier drinnen auf, oder? Es erscheint mir irgendwie sinnvoller. Und irgendwie wäre ich auch mal dafür, dass wir hier einen Blumenkübel aufstellen und da was anpflanzen. Was kostet denn so ein Blumenkübel? Normaler Pflanzentopf. So. Denn ich habe hier noch so einen Baum, so eine Pflanze. So eine aus Rick and Morty. aus einer der ersten Folgen. Dann kann das nämlich drin wachsen. Und dann haben wir nämlich immer was zu essen. So. Warum habe ich das jetzt gebaut? Ach, weil ich hier unten Nickelerz finde. Finde ich hier unten Nickelerz? Vicky sagt, glaube ich, ja. Ja, Nickelerz gibt es hier unten, okay. Plaststein habe ich... Okay, darum kümmere ich mich gleich. Jetzt muss ich erstmal...
das Ding hier baue. Schmierstoff und Blei. Okay. Okay, wir pflanzen das mal hin. Uff, so. Ja, ist heiß hier. Ihr habt es verstanden. Ja, hier hin oder hier hin? Oder nach hier hinten? Machen wir es mal nach hier hinten. So. Verbindet sich das dann da überhaupt? Ja. Okay, wir brauchen Titanbarren, Schmierstoff und Blei. Habe ich sowas noch? Also ein Titanbarren brauche ich, glaube ich. Oder habe ich den schon verwertet? Nee, okay, wir sammeln mal alles Blei, was wir hier haben. Blei. Oh, der ist so ganz alleine noch. Traurig, aber mal. Okay, Titanbarren, das könnte jetzt wieder ein Problem werden. Und dass ich jedes Mal aufs Maul kriege, wenn ich hier runterfliege, schwimme auch. Okay, habe ich... Da ist noch Titan. Ich pflanze das mal hier. Die können wir auf jeden Fall hier rüber. So. Das nicht. Okay. Da war ja auch noch Titanzeug. Aber habe ich nicht noch irgendeinen Titanbarren gesehen? Ich erinnere mich da an etwas. Das war, glaube ich, in dem anderen Ding. Kristalliner Schwefel. Ich bin hart verwirrt gerade schon wieder. Ich mach das mal kurz hier und sammle das mal alles zusammen. So, ich habe zwar das Ding jetzt noch nicht fertig gebaut, aber ich habe Nickel gefunden. Das heißt, wir können jetzt mal das Sprungmodul bauen. Nee, nicht das Sprungmodul, das Tiefenmodul, so rum. Kann ja mal schneller wachsen, ich verhungere gerade. Ich sollte nicht rumrennen. Das ist da drüben, so. Sind jetzt eigentlich die Batterien hier wieder relativ... Oh, die sind alle wieder voll. Nice. So, wir brauchen unser Tiefenmodul 1. Gehen rüber zur... Oh, fuck. Nein, nicht hierhin. Fuck. Geht das jetzt gerade kaputt hier? Jo. Okay. Schnell wieder anbringen. Und zwar sind wir jetzt auf 1300 Metern tief. Okay, und was brauche ich jetzt für das nächste? Plaststahlbarren. Gut, den kann man jetzt nicht machen. Und Kyanid, aber Kyanid haben wir. Ich brauche was zu essen. Der eine Baum hier muss mal schneller wachsen. Sonst verhungere ich. Lol. Und ich brauche Schmierstoff. Ich bin gerade darauf angewiesen, dass Pflanzen wachsen. Weil ich sonst verhungere. Können wir mit dem Tauchboot irgendwie davor. Damit ich irgendwie da mal einen Fisch snacken kann. Denn ich brauche das. Ich habe nämlich Hunger. Guck mal, ein bisschen Stoff hier. Ja. Geh mir nicht auf den Senkel. Ich verhungere. Ich habe nur noch 5% Essen. Ich brauche das jetzt. Los. Ja, okay. Halbe Fahrt voraus. Finde ich jetzt hier Fische? Ich kann mich nämlich erinnern, Richtung... Nein. Also kleine, die ich mit dem Messer zerhackstückeln und essen kann. Den kann ich nicht essen. Vielleicht irgendwo da hinten. Großes Problem hier ist halt einfach... Blei zu finden. Das ist nie so leicht. Ich hätte meine Basis hier irgendwo hinbauen sollen. Aber da vorne ist irgendwie cooler. Ja. Okay, 1300 Meter. Ich würde das aber schon noch gerne aufs Maximum hochballern, bevor... Fuck. Jetzt bin ich einen Fisch reingeschwommen in den Essbaren. Okay, ich suche mal kurz einen essbaren Fisch. So. Da, du bist doch sicher essbar. Ja. Zack, stückelig. Komm her. Ich bin so langsam. Gekochter Fisch, ja. Aber Punktlandung. Uiuiui. Wie immer, Punktlandung. Vital Signs stabilized.
War da schon immer so ein abgebrochenes Teil? Das habe ich vorher nie gesehen. Kann man da rein? Ist da irgendwas? Was ist der für ein Problem? Die Viecher machen immer irgendwelche Sachen. Nee, das ist einfach nur zerbeult und kaputt. Okay. Na, aber in dem Ding waren wir ja schon in einer der früheren Folgen. Aber ich wusste nicht, dass das hier so unterhängt. Das habe ich noch nicht gedacht. Da ist ja noch ein Arm. Da ist ein Warper vor allen Dingen. Scheiße. Kann man eigentlich gegen die irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Außer zusehen, dass man Land gewinnt. Vermutlich nicht. Okay. Vielleicht ist ja jetzt, sind ja jetzt die Pflanzen inzwischen gewachsen. Dann können wir hier mal fertig bauen. So. 62%. Okay, wir sind jetzt nicht wieder voll satt, aber bis das Ding ausgewachsen ist, sollte es reichen. Bin ich guter Dinge. So, sehr schön. Was eine Wende. Wie damals. Mit der Mauer. Oh Mann. So, theoretisch habe ich nun alle unsere Probleme. Guck mal, der greift mich ja gar nicht an. Gelöst, hoffentlich. Also ich habe das Bleiproblem gelöst in dem Sinne, dass ich rausgefunden habe, wo ein Bleiabbau-Dings ist, beziehungsweise dass es die hier unten gibt. Essen bekommen wir jetzt auch genug, weil wir jetzt die Sachen dazu haben, dass Essen wächst und gedeiht. So, jetzt haben wir den Schmierstoff. Das heißt, wir können jetzt das Ding hier hinten fertig bauen. Und ich glaube... Oh, jetzt fehlen wieder zwei Blei. Ich glaube, ich habe auch alles für das interne Dingens. Blei. Blei, Blei. Blei. Müsste ich zumindest haben. Versprechen kann ich da natürlich nichts. So. Traum ist das. Okay, und jetzt machen wir mal noch die... Alles klar, jetzt geht das hier erstmal alles den Blach und... Ah genau, es fehlte Blei. No, und es fehlt... Ah. Okay, wir müssen das erstmal verstärken hier. Nur wie? Titan, Lithium. Lithium haben wir. Das weiß ich, Lithium. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Warum kann ich jetzt hier drin nichts bauen? Da? Warum konnte ich das da drüben nicht bauen? Was ist da im Weg? Na, egal. Bauen wir es hier hin. Da. Ich brauche Titan. Okay. Dazu muss ich jetzt erstmal... Ach, das hier alles umpacken. Okay, ich muss noch kurz Blei holen. Titan, ja. Okay, dann können wir jetzt mal, upsala, unsere Basis hier retten. Ich habe Titan gefunden, ne, beziehungsweise gesammelt. Ja, das ist alles hier drin. Jau, da kann man doch was anfangen. Geil. So, bevor jetzt unsere Basis hier, ja, noch mehr kaputt geht, als sie sowieso schon gerade ist. Wo habe ich denn das hingebaut? Ah, hier. So, bei wie viel sind wir jetzt? Nun bei plus 2. Okay, dann können wir jetzt mal reparieren. So. Eieiei. Ich befürchte nur, dass das hier wieder Bach runtergeht, sobald wir noch was Neues reinbauen. Ich würde auch gern Fenster reinbauen und so, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, wird das jetzt bald mal wieder abgepumpt hier? Sind noch ein paar Fehler. So. So. Zack. Da geht's wieder rund. Okay. Sehr schön. Dann brauchen wir wieder den Bauer hier. Blum. Und eigentlich müssten wir jetzt alles hier für irgendwo haben. Titan. Computerchip. Kupferdraht. Oh, ist das ein Traum. Okay, und jetzt können wir das Krebs, Nickelerz, kristalliner Schwefel. Okay, die Sachen haben wir auch alle. Das weiß ich. Ach, das freut mich gerade. Okay. Kristalliner Schwefel. Was brauche ich jetzt noch? Nein. Krebsaufschwungmodul. Wo ist es da?
Kristalliner Schwefel. Ah, Nickel. Okay, noch ein kristalliner Schwefel. Wo habe ich jetzt Nickelerz hingetan? Nickelerz. Wo ist das letzte Nickelerz? Ich weiß, dass ich noch eins habe. Ich müsste noch eins haben. Es kann nicht sein, dass ich keins mehr habe. Sagen wir es mal so. Ich habe das doch. Wo ist das jetzt? Jetzt scheitert es an dem Nickelerz. Habe ich das irgendwo anders für gebraucht? Ich wüsste nicht für was. Oh, Dreck. Dreck im Sand. Wo ist das jetzt? Oh, ist hier irgendwo ein Nickelerz unten drin? Was ist denn jetzt hier passiert? Okay, ich suche. Blöd. Ich such mal kurz Nickelerz. Okay, da. Nickelerz habe ich. War nicht so ein großes Unterfangen. Hier unten liegt Gott sei Dank ein, zwei Stück rum. Es wäre cool, wenn es hier noch irgendwo runterging. Aber okay. Jetzt müssen wir auch nicht immer die Luke nehmen. Jetzt können wir auch das Ding hier benutzen. Haha. So. Oh, endlich. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das. Wollen wir mal ein Frachtraummodul für den Krebs noch mitnehmen? Wäre vielleicht nicht schlecht, hä? Wenn wir es gerade eh angeboten kriegen war. Schadet's nicht. Okay. Was macht das jetzt anders? Das muss rein. Anlegen. Zack und zack. Was kann hier noch rein? Ich weiß es nicht. Guck mal dann. Wie viel Platz habe ich denn jetzt? Oh ja. Doppelt so viel. Mindestens. Nee, mindestens. Oder so eine Reihe noch. Trotzdem ist viel. Okay. Okay, ich habe viel mehr Schub jetzt. Das ist geil. Okay, dann rüste ich jetzt mal noch offscreen die Fahrzeuge ein bisschen weiter aus. Auf. Das heißt, noch ein. Hier so ein Schutzschild für die Seemotte und mal gucken, was wir hier noch für machen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste. Nicht in die Seemotte, in den Zyklopen. Und dann gehen wir nächste Folge auf jeden Fall nochmal runter ins Lava-Biom und gucken uns mal noch die andere Basis an und was wir da sonst noch alles gebraucht haben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, lasst wie immer einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, das würde mir sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Der hier ist infiziert, das ist schlecht, ich brauche hier so einen Glitzerfisch. Bis dahin, macht's gut, tschüssi!